Ich glaube, das Teil da hinter mir ist ein richtiges Brett. Ein 7C-Bowler mit richtig kleinen, fiesen Leisten und fast keinen dritten. Egal, kleine Vorwarnung, das Video, was jetzt kommt, ist vielleicht nicht das typische Grundkurs-Bowlern-Tutorial, sondern eher sowas wie ein Vlog. Aber ich versuche natürlich trotzdem was unterzubringen, was euch helfen kann, wenn ihr stärker bowlern wollt. Deswegen dranbleiben. Na dann Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von grundkursbowlern.de. Ziemlich offensichtlich, ich bin nicht zu Hause, genau genommen bin ich noch nicht mal in Deutschland. Ich bin aktuell in einem Bowlergebiet in Schweden, so ein kleines Gebiet in Südschweden bei Kristianstad, nennt sich Kjugekull. Ich war hier schon mal vor 2 Jahren, also 2016, und habe da auch einen Blogartikel drüber geschrieben, wo ich ein bisschen das Gebiet vorstelle. Wer sich dafür interessiert, dem werde ich das im Kommentarbereich verlinken. Ich habe gerade ein bisschen Zeit, ein Video zu machen. Es ist im Moment ziemlich warm. Wir hatten gestern 33 Grad und heute ist auch wieder so um die 30 Grad. Und ich habe mich jetzt einfach mal ein bisschen Schatten zurückgezogen, weil die Temperaturen fürs Bowlern gerade nicht wirklich optimal sind. Aber ein Video machen, das geht immer noch. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich nicht von den Mücken gefressen werde. Denn davon gibt es hier leider doch ein paar mehr als zu Hause in der Großstadt. Ja, warum dieses Video, das ja offensichtlich doch ein kleines bisschen anders wird als das, was ich normalerweise auf diesem Kanal veröffentliche. Mir ist vor 2 Jahren hier in Kjugekull was passiert, von dem ich denke, dass da jeder was für sich rausziehen kann und deswegen möchte ich die Geschichte mit euch teilen. Ich dachte damals, okay, du bist im Moment relativ fit. Ich habe da zu der Zeit solide 7A gebouldert in der Halle und in Fontainebleau, also gleich mehrfach. Von daher dachte ich mir, ich komme hierher und es wird genauso weitergehen. Und erstaunlicherweise war das dann eben überhaupt nicht der Fall. Auf gut Deutsch gesagt, habe ich hier richtig auf die Fresse bekommen. Also wenn ich anderswo 6er im ersten Versuch klettern konnte, dann hatte ich hier teilweise Probleme, 5er-Bowler zu machen. Die musste ich mir manchmal richtig hart erarbeiten. Es gab da so ein Beispiel, da habe ich, glaube ich, 3-4 Stunden in einen Start investiert, bevor das wirklich klappen wollte. Ja, ich bin offensichtlich mit dem Problem nicht alleine. Ich habe damals, wie dieses Mal auch, Leute getroffen, die dieselbe Erfahrung gemacht haben und auch gefragt haben, ob das hier einfach nur wahnsinnig hart bewertet ist oder vielleicht der Feld so seltsam, dass man sich da erst dran gewöhnen muss. Und ich denke, das ist beides Teil der Wahrheit. Also einerseits würde ich sagen, dass manche Bowler, die hier als 6er durchgehen in anderen Gebieten, oder sagen wir als 6A durchgehen in anderen Gebieten, vielleicht schon 6B oder vielleicht sogar 6B plus wären. Andererseits ist auch der Fels ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also man hat hier wahnsinnig kleine Tritte, die manchmal gut sind und manchmal auch einfach nur super glatt, vielleicht auch mal größere Tritte, da stellt man sich drauf und denkt, das ist ein Bombentritt und auf einmal schmiert der Fuß weg, weil die Oberfläche komplett glasig ist und das liegt nicht daran, dass es sonderlich abgeklettert wäre, sondern dass das Granit hier eben manchmal so eine Oberfläche hat. Und dasselbe gilt eigentlich auch für die Griffe, also ich werde gleich mal 1, 2 Griffe einblenden, die zu einem Bowler gehören, da könnt ihr mal raten, was das für eine Schwierigkeit ist. In 3, 2, 1, jetzt verrate ich es euch. Das ist der Startgriff von der 6A. Das ist ein kleiner Hüpfer, nennt sich Sick Dynamic. Und da muss man einfach vom Start aus von wirklich nicht gerade großartigen Tritten an eine Kante dran springen oder zumindest dran heppen. So, jetzt musste ich erstmal die Kamera zur Seite stellen. Ich habe einen Kumpel mit dabei, der in Fontainebleau Rainbow Rocket klettern konnte, was ein recht bekannter 8A-Sprung ist. Und der sieht an dieser 6A fast genauso schlecht aus wie ich. Also es ist schon wirklich speziell. Und jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, warum man in ein Gebiet zurückkommt, wo alles so wahnsinnig schwer ist und wo man einfach nicht zurechtkommt und sich eigentlich mehr Frustmomente als Erfolgserlebnisse abholt, zumindest wenn man auch auf die Gerade guckt. Und das ist einmal ganz klar, also Kjugekull ist einfach ein wunderschönes Gebiet, das liegt hier zwischen 2 Seen. Man kann an warmen Tagen, wenn man nicht bouldern will, kann man einfach von mir aus baden gehen, mit einem Paddelboot durch die Gegend fahren. Vielleicht Fahrrad fahren oder wandern, da gibt es viele Möglichkeiten und allein deswegen ist es einfach ein super Gebiet für Leute, die gerne ihren Urlaub draußen verbringen. Und zum anderen hat dieses Erlebnis bei mir nicht unbedingt ausgelöst, dass ich sage, wow, Kjugekull, das ist total der Mist, da fahre ich nie wieder hin. Das war eher so ein Anreiz und auch ein lehrreiches Erlebnis, wo ich festgestellt habe, okay, ich stehe nicht da, wo ich dachte, dass ich als Bowlerer stehe. Bei mir hat es dafür gesorgt, dass ich angefangen habe, an Problemen zu arbeiten, von denen ich vorher nicht mal so genau wusste, dass ich die überhaupt habe, nämlich meiner Leistenkraft. Ich habe die letzten 2 Jahre immer mal wieder Training am Fingerboard gemacht und am Campusboard und ich muss sagen, es hat sich wirklich ausgezahlt. Also
Ich habe dieses Mal Anfang des Urlaubs am ersten Tag ein paar Boulder angefasst, die ich mir beim letzten Mal hart erarbeiten musste und konnte die im dritten oder vierten Versuch wieder klettern. Ging es eigentlich nur darum, die Beta wiederzufinden. Und gestern ist dann auch immer ein Projekt gefallen, bei dem ich beim letzten Mal nicht mal die Einzelzüge komplett klettern konnte. Das ist eine 7a Plus, die werde ich euch jetzt auch im Video einspielen. Ist eigentlich ganz spannend, wenn man sieht, dass sich Sachen, die sich unmöglich angefühlt haben, auf einmal machbar anfühlen und vielleicht sogar manchmal leicht sind. Was mich fast noch ein bisschen mehr begeistert als die 7a Plus, die ein Grad ist, der vor 2 Jahren wirklich undenkbar war, ist eine 6a Plus, die ich gestern auch noch machen konnte. Und da habe ich einfach einen Boulder gefunden, der eigentlich überhaupt nicht zu dem passt, was ich gerne klettere. Ich habe ja schon mal in einem vorherigen Video erklärt, dass ich ja mal den Spitznamen Statikreif hatte. Und bei dem Boulder handelt es sich um einen kleinen Sprung mit einer mentalen Komponente. Also man muss aus einer etwas höheren Höhe abspringen. Ich sage, ja, 1,50 klingt auch erstmal nicht wahnsinnig viel. Aber wenn man sowas nicht mag und es dann doch macht, dann ist das schon wirklich ein Erfolgserlebnis. Also auch da habe ich in den letzten 2 Jahren ein bisschen Zeit investiert, um da besser zu werden. Und hat es mich wirklich gefreut, diesen Boulder machen zu können. So, jetzt musste ich erstmal kurz unterbrechen, weil mir ein Eichhörnchen im Weg gelaufen ist. Und das hat man auch nicht alle Tage. So, die Geschichte. Warum erzähle ich die euch? Werdet ihr vielleicht auch fragen, was will er jetzt? Klingt ja alles ganz schön, aber was haben wir davon? Mir geht es darum, zu zeigen, euch ein Beispiel zu geben, warum es wichtig ist, aus der eigenen Komfortzone mal rauszukommen und mal Sachen zu probieren, die man vielleicht nicht mag. Und auch mal Abwechslung ins Klettern reinzubringen. Also ich bin hier in ein Bouldergebiet gegangen, das mir offensichtlich nicht liegt und wo es mir auch wirklich schwer fällt, schwer zu klettern. Aber auch ganz bewusst wieder hierher gekommen und habe an dem gearbeitet, was mir hier Schwierigkeiten bereitet hat. Und das ist eine Sache, die ist wahnsinnig wichtig, wenn man als Kletterer weiterkommen will. Da geht es nicht nur darum, in andere Gebiete zu fahren, als die, die man vielleicht vor der Haustür hat oder wo man halt gern Urlaub macht, sondern auch darum, vielleicht in der eigenen Halle mal was anderes zu machen. Es gibt ja Leute, die spezialisieren sich total darauf, im Überhang zu klettern und wollen gar nichts anderes machen. Vielleicht auch deswegen, weil sie hier zu viel Respekt vor einer Platte zum Beispiel haben, sich dort einfach nicht wohlfühlen und auch nicht so schwer klettern können, wie sie es gewohnt sind. Sich da einzumauern in dieser Komfortzone ist allerdings ein absoluter Fehler. Besser ist es, die Probleme zu akzeptieren und wirklich offen in Angriff zu nehmen und daran zu arbeiten. Denn dann entwickelt man sich am schnellsten weiter. Ich hatte ja schon das Thema aufgegriffen im anderen Video, wo es darum ging, dass es nicht diesen einen Plan gibt, diesen einen Klettertrainingsplan, der für alle funktioniert. Und das ist genau dasselbe. Es geht einfach darum, dass man die eigenen Schwächen trainiert. Und manchmal ist es auch ganz gut, einfach mal aus der eigenen Halle rauszukommen oder aus dem eigenen Hausgebiet, um festzustellen, was da überhaupt noch für Schwächen sich verstecken, von denen man eigentlich keine Ahnung hatte. Und deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht zum Beispiel mal in eine andere Kletterhalle. Und wenn man diesen Hallen dann mal einen Besuch abstattet, dann lernt man andere Grifftypen kennen, dann muss man sich mal auf andere Schrauberstile anpassen. Da gibt es andere Wandneigungen, andere Formen, also einfach viel mehr Abwechslung. Und es kann natürlich sein, dass man das erste Mal hinkommt und das Gefühl hat, es ist einfach alles nur wahnsinnig schwer. Selbst wenn es das dann eigentlich offensichtlich nicht ist, was einfach daran liegt, dass man diesen Stil nicht beherrscht. Und diese Vielseitigkeit ins Training reinzubringen, das ist eigentlich das, was uns als Kletterer dauerhaft voranbringt, mal ganz abgesehen von mehr Fingerkraft oder mehr Flexibilität oder einer besseren Psyche. Es ist einfach, sich auf verschiedenste Situationen einstellen zu können. Und das lernt man eben nur, wenn man sich in diese Situation begibt. Und deswegen ist das, was ich in Q-Cool gelernt habe und was ihr auch aus diesem Video vielleicht mitnehmen könnt, dass ihr euch einfach mal traut, in Sachen reinzugehen, die euch vielleicht nicht liegen. Die Erfolge kommen dann relativ schnell und dann ist auch die Belohnung, wenn man an sich leichte Sachen schafft, ja, umso größer. Ja, das war's dann mit diesem Video in dem etwas ungewöhnlichen Format. Im nächsten werde ich wieder ein bisschen mehr diesen Tutorial-Stil pflegen. Geplant ist, dass ich hier ein Video noch mache in Cubicle dazu, wie man sich am besten absichert beim Draußenbouldern. Also mal darüber reden, wie man zum Beispiel die Matten am besten auslegt. Das ist eine gute Gelegenheit hier, denn das Absprunggelände ist hier nicht immer ganz optimal. Ansonsten würde mich interessieren, ob ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen schon gemacht habt beim Bouldern. Und natürlich auch, wie euch dieses Video hier gefallen hat. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag, viel Spaß beim Klettern und maximalen Grip.